So, heute zeige ich euch, wie man ein Fußbad machen kann oder ein Dampfbad. Da braucht man so eine große Schüssel. Ja, kann auch kleiner sein, aber sollte nicht aus Plastik sein. In die Schüssel herein kommen die Pflanzen zuerst. Also hier. Hier kann man zum Beispiel Nussbaumblätter, das sind jetzt Nussbaumblätter, die in den Topf halt da reinkommen. Man kann aber auch Heublumen benutzen, Kamille, Salbei, also ganz viele verschiedene Pflanzen, die man als Tee trinken kann, kann man auch als Bäder benutzen. Je nachdem, was man für Gesundheitsprobleme hat. Ja. Das kann man dann kalt ansetzen. In ungefähr 10 Liter lässt man das nachts einfach einsetzen und dann den Tag darauf kann man an die Hälfte davon wieder herausnehmen, die Flüssigkeit mit ein bisschen von den Pflanzen und das dann kochen lassen und dann wieder zurück in das kalte Wasser mischen. Und das kann man dann in eine Badewanne reinschmeißen oder alternativ kann man sich mit einem Stuhl die Füße. Man setzt sich auf einen Stuhl, Füße in das warme Wasser oder wenn das Wasser zu warm ist, noch besser ein Dampfbad, dass man einfach ein Wickeltuch, zum Beispiel so ein Bettlakentuch über sich zieht, sich ganz bedeckt, sodass der Dampf und das Zimmer schließt, sodass der Dampf eben in die Poren vom Körper eindringt. Hier ist zum Beispiel hier, man kann auch, hier ist jetzt zum Beispiel auch so ein heißes Wasser, wo eine Zwiebel drin ist, das kann man auch drüber schütten und dann einfach abwarten ein paar Minuten und das dann das, den ganzen Topf da bedecken, dass dann auch wieder hier die Heilwirkungen der Pflanzen rauskommen. Ja. Was wichtig ist bei den Pflanzen, die man benutzt, die sollten schon getrocknet sein. Also nicht frische Pflanzen, die man pflückt und dann einfach reinschmeißen. Es ist besser, wenn die getrocknet sind. Ja. Also entweder Fußbad, Füße ins warme Wasser oder Dampfbad, dass man ein Wickeltuch über sich schmeißt und dann den ganzen Dampf einatmet und ein bisschen unter dem Tuch schwitzt. Was auch wichtig ist, wenn man am Ende sollte man nicht einfach jetzt Füße abwischen oder sich einfach mit einem Handtuch trocknen. Man soll einfach einen Bademantel anziehen bei so einem Dampfbad und dann ein bisschen Bettruhe wird empfohlen. Oder sogar bei den Füßen einfach ein bisschen nicht zu viel ab, einfach ein bisschen so in der Luft trocknen lassen, nur leicht abtupfen und dann Sandalen an, ja, dass die Heilstoffe nicht verloren gehen. Und das ist relativ wirksam, hat man seit vielen Jahren in Europa benutzt, ist ein bisschen heutzutage aus der Mode geraten, ist aber sehr zu empfehlen.